zu einem Oldtimer-Moped-Treffen für Mofas, Mopeds, Mokicks und Kleinkrafträder. Aller Marken lud der Veranstalter, Yogis Kreidler Moped Forum und der Ausrichter Oldtimer-Freunde Wiedtal nach Niederbieber auf die Wiedinsel ein. Und es kamen viele auf ihren Zweirädern. Um 10.30 Uhr ging es los und die Maschinen wurden bestaunt und begutachtet. Bei einigen blieb man stehen und staunte nicht schlecht über das Alter der Maschinen. Aber auch wer Ersatzteile benötigt, war hier richtig. Vom Reifen über Vergaser und Auspuff bis zum Ritzel gab es hier alles. Nach einem kräftigen Mittagessen begrüßte Jürgen Werner die Gäste. Ab 14 Uhr soll eine Rundfahrt gestartet werden. Für Leichtkrafträder ging es über eine Distanz von 65,9 Kilometer, für die Mokicks eine Strecke von 46,2 Kilometer. Hier ging es nicht, wer zuerst wieder zurück ist. Nein, Just for Fun war angesagt. Es gab aber auch Preise für die älteste Maschine und sogar für den weitesten Anfahrtsweg. Den ersten Preis holte sich Hans Take auf einer Victoria aus dem Jahre 1938. Den zweiten Platz sicherte sich Leo Altendorf auf einer NSU Quickly von 1954 und der dritte Preis ging an seine Tochter Sonja, ebenfalls eine NSU Quickly von 1956. Für den weitesten Anfahrtsweg ging der erste Preis nach Holland, ebenso der zweite Preis. Der dritte Preis ging nach Trier. Kennen Sie noch die Marken der Motorräder? Kreidler, Zündapp, Miele, Herkules, NSU, KTM, Horex. Alle diese Maschinen zwischen 50 und 80 Kubik konnte man hier bestaunen. Aber wie gesagt, um 14 Uhr wurde das Feld gestartet und los ging's. Ein ohrenbetäubender Lärm und Auspuffgase lagen über der Wiedinsel. Bei diesem schönen Wetter hatten alle 62 gemeldeten Starter ihren Spaß und fuhren über den Westerwald hinab zum Wiedtal und wieder zurück nach Niederbieber. Nach fast 2 Stunden war es geschafft und die ersten kamen wieder zurück. Man kann sagen, dies war ein gelungener Tag.